die Arbeit für andere Teams, kommt man fix zu etwas Geld. Es gibt einen Festbetrag pro Rennen, sowie Boni, wenn du besser als erwartet bist. Leider bringt dir das für deinen Ruf weit weniger, als für das eigene Team zu fahren. Hallo und zurück in der Welt von Grid. Hallo da draußen an den Bildschirm. Hier geht's nicht um technisch sauberes Fahren. Wir schauen, wie wir heute drauf sind. Ob wir genauso schrecklich fahren wie das letzte Mal, aber doppelt so viel Spaß haben. Bitte, wenn der hinten rangeht, ja, schaut hin, keine Chance. Wenn der hinten in uns reinfährt, das hat man, ich weiß nicht, irgendwie ist das jetzt viel häufiger, oder denke ich das nur, als sonst immer, dass die so hinten in uns so quer reinfahren. Habt ihr das gemerkt? Okay, bin ich selbst ausgenockt. Yes! Die zwei habe ich geschafft. Den anderen nicht mehr. Die Zeit, ne? Letzten drei Rennen. Puh. Alles andere. Schön. Schön will ich es mal nicht nennen. Wieso sind wir eigentlich Elfte? Den jetzt ausgenockt. Hier. Wenn ich auf dem anderen Stick drauf bin, wisst ihr, dann macht das so ein blödes... Das passiert manchmal. Dann macht das so ein blödes Gemüppel. Gemuffel. Ah! Ja, war klar. Einen haben wir, glaube ich... Nee, oder? Haben wir den noch ausgemacht? So ein blödes Gefahr wie heute. Ich meine, letztes Mal war schon schlimm. Aber das... so schlimm sind wir tatsächlich noch nie gefahren. Sind wir schon immer ein bisschen schneller. Aber wir waren zumindest immer irgendwie nochmal an irgendjemanden dran, wisst ihr? Aber das wird... So hinterherfahren wie heute? Das hätten wir echt machen. Ja. Brudel heute, ne? Heute ist es Brudel. Wirklich Brudel. James Cat's car has been completely demolished. He's walking home. Ah, es ist. Und wieder liegen wir. Also, so schlimm und so hat es uns echt noch nie erwischt. Wirklich noch nie. Ja, fahr halt nicht so weit. Okay. Hey, ich habe noch eine über... Seth! Wo fährt denn Seth hin? Kann es sein, dass wir zumindest vor Seth landen? Das wäre ja noch... Zumindest... Kann es sein, dass wir tatsächlich noch Seth überholt haben? Tatsächlich. Wir sind in die falsche Richtung gefahren, unsere Freunde. Immerhin sind wir nicht... Schlechter als unser Teamkollege. Aber schlecht genug. Sag mal, jetzt ein bisschen Konzentration. Was ist denn los? Hab keine Skrupel. Hier geht es einzig und allein darum, als Erster ins Ziel zu kommen. Wir waren mal gut, oder? Könnt ihr euch noch entsinnen, so an alte Zeiten? Wo wir Zweiter geworden sind. Teilweise Dritter.
Wo sind die alten Zeiten hin? Frag dich mich. Wenn wir wieder rauskommen. Nein, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Ah, oh, Mann. Mich selbst und Seth. Seth, ja, dann ist noch rein. Aber wir sind noch nicht zu weit vom Feld entfernt, deswegen jetzt keine Panik aufkommen. Seth, hör auf. Wird mir vom Teamkollegen noch raus. Gibt's ja wohl nicht, ne? Der will's wissen. Das hat ihm das letzte Mal denn doch. Der Platz hat ihm denn doch ein bisschen gestunken hinter uns. Ui, 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 ui. Sehr gut. Ja, ja, ja. Ja, es not a good day for him. Sind wir nochmal gerade so gut rausgekommen? Ja. Das wird was Größeres. Craig Lauder has just smashed into the barrier. Das hat aber noch nichts zu sagen. Wir sind jetzt in der dritten Runde. Wir können alles passieren. Alles. Aber immerhin macht es mir jetzt wieder ein bisschen Laune, hier zu fahren. Letztens sind wir ja tatsächlich nur hinterher gefahren. Ah, was macht denn Seth hier? Nein! Seth sitzt auf einem anderen drauf. Ist schleudern so sehr, dann kommt der besser raus. Schau her. Kommt dann einiges besser raus. Hier kommt er immer. Der haut uns raus und dann kommt er wieder raus. Warte. Ah! Schade. Ja gut, wir haben. Normalerweise wäre für uns jetzt das Race auch over. Ja. Aber immerhin, sieht man so. So schlecht haben wir uns gar nicht geschlagen. Aber das hat uns natürlich jetzt. Nein, nicht! Ah, war mir klar. War mir klar. War mir so klar. Ich wäre halt gern Zweiter gewesen. Also hier müssen wir gut durchkommen, okay. Das war es, glaube ich, jetzt. Warte. Glückwunsch, du bist auf dem zweiten Platz gelandet. Ah. Aber wie gesagt, wir sind einmal auf dem Kopf gelandet und normalerweise, wenn man auf dem Kopf landet, heißt es nichts anderes als ausgemacht. Dass es dann nicht hier wie ein Totalschaden ist, wenn man auf dem Kopf hat. Bei den anderen, die werden ja auch raus, ne? Ist das schön, ne? Da kommt Seth. Drängt uns weg. Jetzt wollen wir mal kurz schauen. Der hat uns immerzu in die Seite gerammt. Ist er uns. Boom. Boom. Da hat's ihn erwischt. Ja, aber ich sag mal so, ne? Selbst dran schuld. Ich sag's mal so. Selbst dran schuld hier.
Alles verpasst. Du wirst dir hier schneller einen Namen machen, wenn du einen neuen Wettkampf ausprobierst. Wieso? Eigentlich haben wir alles verpasst, wenn wir zweites sind. Oder war das Seth? Ich habe dann jetzt geschaut, wo Seth war. War der draußen? So, ich glaube, jetzt kommt wieder das... Nee, wir machen... Jo, machen wir wieder hier. Natur. Das ist in Ordnung. Dann gibt er uns den Fort. Oder wir nehmen den Nesse. Nimm. Aber den Pontiac, den bekommen wir hier nicht, ne? Nehmen wir trotzdem mal den Nesse. Der fährt sich gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Wir könnten dann auch mal wieder um die Farbe ein bisschen umstylen. Obwohl, ich mag das Gelb sehr gerne. Lass dich nicht täuschen. Er hat ein ganzes Haus voller Pokale. Ja, so sieht er aus. Sorry, Sir. Da gibt's ja... noch Need for Speed, ne? Das hat auch immer... Das kann ich mir noch entsinnen. Das war das Spiel, was ich als einziges Rennspiel, glaube ich, auch noch gespielt habe. Jetzt war eine total komische 0815-Story gehabt, aber es war irgendwie... War spannend, fand ich. So. Es ist nicht so, dass ich mir hier irgendwas merke, ne? An die Strecken oder so. So ist es nicht. Da müssen wir halt immer zu spielen. Das war schön gedriftet. Alles, sobald man. Ah, komm, geh rum, geh rum, geh rum! Hinter uns kommt irgendjemand, denke ich, beinahe. Ist das wieder die lange Gerade, die uns... Nein, 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 nein. Du hast nur 2 Sekunden Rückstand auf Platz 2. Ja. Das ist mehr... Nein! Das ist eine volle 90-Grad-Kurve. Das ist viel. Um ehrlich zu sein, die sind gut, die zwei. Da fehlt irgendwie uns noch ein bisschen Power, oder? Was denkt ihr? Also für einen Fahranfänger wie mich. Der nicht die Ideallinie fährt. Ich bin jetzt genau hinter dir. Ach, du bist da schon wieder. War das nicht ein anderer? Ja, hier habe ich jetzt Speed verloren. Um einiges Speed verloren. Ja, war klar. Ich habe schon gemerkt, dass ich zu... Nein, 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 nein! Oh, warum? Zu weit drüben gekommen. Nein, Seth! Hör auf mit deinem Blödsinn. Das ist auch gar nicht Seth, der hinter mir ist. Um ehrlich zu sein. Kamera. Ja, das war, also, die eine, die hat uns jetzt echt viel Zeit gekostet. Okay, Profilot, dein Wagen ist etwas verbeult, ist aber noch allzu schlimm. Ich merk's halt auch. Ne? Ich merk's halt schon wieder, dass der zerbeult ist. Er will halt dann mit ein Stück weit mehr um die Kurve, wisst ihr, und das ist dann ein Stück zu viel. Hier kann man eigentlich voll durch, aber ich trau mich nicht. Ich trau's mich nicht. Es ist schon ein Wunder, dass wir die überhaupt wieder eingeholt haben.
Das ist eine ganz fiese Kurve. Die wird diesmal besser gelöst sein. Ja, und seit vorhin, ne? Ah, oh, Schirin! Wie viel und wenig? Ja, das schaffen wir es nicht. Du fährst schön im Windschatten. Halt, du kommst auf Siegerpodest. Reife Leistung. Ja. Ah, so schnell war. So schlecht war es nicht, aber. Set war Fünfter. Trotzdem. Nee, der war dieser Paul Cook war hinter uns. Hobson. Jupiter. Oh, Jupiter. Set. 100. Mit 100 fahren die uns weg. Sind tatsächlich Zweiter vor dem Z-Team. Wir könnten kaum. Und was haben wir für Sponsorenziele? Wir müssen nochmal uns die Sponsoren. Dieser Fahrer führt den Wettkampf zurzeit an. Häng dich an ihn ran. Ja, Jupiter Set. Genau. Das stimmt. Die fahren uns alles weg. Oh, nein, 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 nein. Oh, ist das ein Mist? Ist das ein Mist? Ist das ein Mist? Ist das ein Mist? Wenn das am Anfang passiert, ne? Ist eigentlich schon. Kannst du schon vergessen. So Mist, oder? Ja, du musst nochmal nach hinten fahren. Das ist mir sowas von klar. Bist du das in meinem Rückspiegel? Alles klar, ich bin im Wagen gleich vor dir. Ja. Du bist mein einziges Ziel. Ah, nö. Oh, was sind das hier für Kurven? Dein Wagen ist etwas verbeult, ist aber noch halb so schlimm. Was sind denn das hier für Kurven? Wow. Oh, ja. Wahnsinn. Puh. So. Ja, ich muss mal ein bisschen hier für Action sorgen. So, Seth, ich bin tatsächlich in deinem Rückspiegel jetzt. Vorher nicht ganz, aber hier schon. Au, Mist. Nein, der Fahrer hat's gerade gedreht. Oh, hier sind wir gut durch. Das ist Storm Champion. Ah, yes. Hier sind wir gut durchgekommen. Die eine Kurve haben wir nicht mehr bekommen. Das ist hier vorsichtig. Der ist auch nicht vorsichtig. Teamkollege hin, Teamkollege her. Okay, du hast dich auf den sechsten Platz vorgeschoben. Seth ist gut. Den kann ich nicht mehr. Der ist zu gut. Sondern es nicht, wenn ich solchen Blödsinn mache. Nein, jetzt fahren sie uns davon. Wir sind nur schon in der zweiten Runde. Wir können zufrieden sein, wenn wir den Platz behalten. Hab gerade die Kontrolle verloren. Sorry. Ja, Seth, das ist in Ordnung. Ah, dann bin ich wenigstens Vierter. Also, noch. Auch nicht gerade optimal genommen, die Kurve. Die ist besser. Aber das Ziel ist wahrscheinlich gleich voraus, oder? Oder das Aufpassen heißt das hier. Das war's. Gute Arbeit. Naja. Knapp am Siegerpodest vorbei. Ja, 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 ja. Machen wir noch eine, dann reicht's für heute. Auf den 10. ist er zurück. Jupiter Set hat einen zweiten. Wir hätten also mindestens einen zweiten machen sollen.
Hätten wir wenigstens als Team, wären wir, glaube ich, weiter gewesen. Und Dodge. Ein Dodge war noch vor uns. 61 Punkte, nee, der hätten wir nie geschafft. Wow, die sind gut. Du wirst dir hier schneller einen Namen machen, wenn du einen neuen Wettkampf ausprobierst. Wir machen heute noch mal einen Turn auf der anderen Strecke. Die 24 Stunden von Le Mans sind dann 24. Habe ich keine Lust drauf. 131? Die neue Saison geht los. Zeigen wir es Ihnen. Ist jetzt nicht die Welt. So, ich glaube, hier hatten wir. Ne, hier ist Drift. Das war es hier. Profi Tuning. Das hätte ich gerne mal. Das ist eine blöde. Das ist so ein Rundkurs, ne? Wir gehen nicht durch eine Stadt, sondern diese Strecke wie seine Westentasche. Ja, hier leider nicht. So, dann wollen wir schauen. Wir sind, glaube ich, gleich am Anfang in den Sand gefahren. Und das hat uns echt weit zurückgebracht. Kann ich mich noch dran entsinnen. Oh, da ist einer in Schleudern geraten. Das da ist Tomasz Strzelecki. Ja? Von allem ins Futter. Und der derzeitige Führende ist Yuichi Imamura. Tut mir leid, Kumpel, ich bin zurzeit ganz hinten. Wir fahren voll im Windschatten. Direkt eine Stoßstange. Top Secret führt das Rennen derzeit an. Nein. Danke. Zu weit außen. Dein Teamkollege hält dir den Rücken frei. Hinten? Ich fahr genau hinter dir. Ja, du bist ja nicht der Letzte. Mist, nein. Danke. Jetzt halte ich dir den Rücken frei. Einmal ins Sand, ne? Einer der Fahrer hat es gerade gedreht. Sieht so aus, als wäre es Jin Kudo. Rausgepresst. Der führende Imamura macht einen guten Eindruck. Wir haben eine Zeit lang gut mitgehalten, dann ist halt die Konzentration weg, ne? Nein, und wieder raus und wieder rein. Ah, ich hasse es. Wie lange will ich noch draußen bleiben? Ah, wir haben uns so gut wieder rangearbeitet. Haut's uns nochmal raus. So an sich liegt nämlich der Nissan gut auf der Straße, ist der? So ist er nicht schlecht. Glück. Gutes Rennen. Ah. Und jetzt schalt noch ein bisschen hoch. Ja. Noch ein bisschen ist gut. Noch ein bisschen ist gut. Seth war 9. Top Secret war hinter uns. Wen hat er gesagt? Wir schauen es vielleicht mal. Siebter.
Chance Sports Incorporated. Die sind die großen, also von Sponsoren sieht es zurzeit echt mau aus. Ne? Ja, wir fahren halt nicht aufs Treppchen. Der Anführer der Wettkampfliste bremst hinaus. Ja, wenn man halt jetzt, wenn man halt in die Sandpiste reinfährt, ne? Dann ist ein Schotter. Ramm ich halt. Hier sieht man nichts, ne? Ah, ich kann. Ah, danke, dass ihr mich. Ja, und nochmal rein. Ziemliches Kuddelmuddel da hinten. Oh, ja. Aber im Moment kann ich noch weiterfahren. Das war ich. Der derzeitige Führende ist Yuichi Imamura. Ich bin der derzeit Letzte. Okay, Bruchpilot. Dein Wagen ist etwas zerbeult, ist aber noch halb so schlimm. Ja, das war der Wahnsinn. Top Secret führt das Rennen derzeit an. Jetzt nicht wieder rausdrängen lassen. Das machen sie zu gerne. Hier. Kommen von hinten, fahren die ein bisschen in die Weichteile. Ich komme hier nicht raus! Bist du das in meinem Rückspiegel? Alles klar, ich bin im Wagen gleich vor dir. Das ist fast schon ein bisschen frech, oder? Ich finde, die Anzeige von... Der Kollege fährt direkt vor dir. Die Anzeige ist ein bisschen frech. Ja, zweimal raus, kannst du eigentlich schon vergessen. Sieht so aus, als wäre ein Fahrer ins Schleudern geraten. Ich bin jetzt genau hinter dir. Hinter mir ist immer gut. Nein, 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 nein. Oh, das war cool. Dein Teamkollege fährt direkt hinter dir. Das macht mir nicht gerade Mut. Weil Seth ist auch so einer, der einem gerne mal reinfährt. Du fährst schön im Windschatten. Jetzt nicht mehr. Das war bei mir Auffahrunfall. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen neuen Rundenrekord aufgestellt. Ist nicht. Nein, hier raus jetzt, hier gut rauskommen. Ja, ja. Puh, das hätte auch böse enden können. Nicht wieder in den Sandkasten. Nicht in den Sandkasten, nicht in den Sandkasten. Danke und nicht in den Sandkasten. Das letzte Mal wollen wir ausziehen, oder? Wir werden diesmal nicht mehr. Dann werde ich keinen mehr überholen, oder? Doch. Schön konzentrieren. Ein. Sieht gut aus für dich. Einen haben wir noch bekommen. Okay, dann sag ich für heute ciao. So schlecht hat es gar nicht ausgesehen. Dann nach dem ersten Debakel. Hier müssen wir halt noch ein bisschen üben. Müssen wir halt mehr fahren. Ja. Da müssen wir viel mehr üben. Aber sei es drum. So schlecht haben wir uns am Ende dann. Ich sag ciao, ciao. Bleibt mir gesund. Ich bin raus. We'll be right back.